Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu unserem heutigen YouTube-Video. Wie ihr schon sehen könnt, sind wir jetzt gerade am Weg zu den Exclusive-Yachten, die ihr da im Hintergrund sehen könnt. Da machen wir heute eine Bootstour und nehmen euch zu denen nochmal mit. Also, bleibt dran! Boarding geht gleich los in ein paar Minuten. Wie die Chrissy schon erwähnt hat, sind wir heute beim Anbieter Exclusive Yachts. Und wenn euch dafür interessiert, würde ich definitiv empfehlen, dass ihr direkt über die Webseite bucht, weil es da um ein wesentliches günstiger ist, als wenn ihr über so Seiten wie Get Your Guide oder Viator oder so die Buchung vornehmt. Da spart man sich knapp 200 Dirham für zwei Personen. Wir haben jetzt bezahlt knapp 560 Dirham für eine 3-Stunden-Tour inklusive Barbecue. Mal schauen, was uns jetzt erwartet, aber wie gesagt, wenn es euch interessiert, macht es direkt über die Homepage, die wir euch auch unten noch in der Infobox verlinken werden. The sea condition is very bad. It's like falling like 7 feet. Okay. Okay, wir fahren jetzt gleich los aufs offene Meer. So wie es ausschaut, Masken dürfen wir nicht abnehmen. Sind sie ganz streng jetzt aktuell. Und da das Wetter heute ziemlich, ja, da das eine raue See ist, gibt es auch keinen, also fahren wir auch nicht zum Atlantis, was glaube ich auch auf der Tour stand. Im Hintergrund sehen wir jetzt das Blue Water Island, auch das größte Riesenrad der Welt, das Dubai mit über 230 Metern Höhe. Ihr habt das wahrscheinlich schon in unserem letzten Video gesehen. Das ist wirklich beeindruckend hier. Also die ganze Insel ist auch wieder künstlich erschaffen. Das ist auch das Caesars Palace, ein wunderschönes Hotel dort, sehr viele Apartmentwohnungen. Ich habe mir da auch mal eine Wohnung angeschaut, aber ja, liegt ein bisschen außerhalb des Budgets. Im Hintergrund haben wir jetzt das Burj Al Arab, das einzige 7-Stern-Hotel weltweit. Legst du knapp 1500 Dollar für eine Nacht. Was gibt es das Feines zum Essen? Mal schauen, was uns hier so serviert wird. Mahlzeit. Ich bin gespannt, wie das schmeckt. Also, Essen ist jetzt, haben wir jetzt hinter uns. Was sagst du dazu, Babe? Hat es ja geschmeckt? Lecker was. Preis-Leistungs-Verhältnis ist eigentlich top. Also, was haben wir jetzt bezahlt? So 65 Euro für eine 3-Stunden-Cruise mit Essen. Also von dem her sagt es auch, ist absolut okay und kann man absolut weiterempfehlen. Ja. Wir sind jetzt wieder am Weg zurück in die Marina. Hinter mir noch einmal AIDA groß und klein. Es war eine super schöne Tour mit vielen, vielen tollen Spots, tollen Blickwinkeln auf die City, ein super tollen Essen. Und wir chillen jetzt noch ein bisschen und genießen die letzte halbe Stunde hier am Feinen Boot.
Wir sind jetzt wieder zurück, 3 schöne Stunden verbracht. Jetzt schmeißen wir uns wieder auf unseren Roller, dann geht's ab nach Hause und dann schauen wir mal, was wir heute noch alles machen werden. Weil ich denke, wir werden eine Runde Golf werden, oder? Ich denke auch. Also, frisch geduscht und geschniegelt und gestriegelt, geht es jetzt weiter zum Topgolf in Dubai. Bin gespannt, was es da heute erwartet, war ich noch nie. Und ja, wir schnappen uns jetzt mal ein Uber. Und dann sind wir hoffentlich in 15 Minuten dort. So, unser Uber hat das jetzt einfach mal eiskalt sitzen lassen, das vorbeigefahren bei uns. Wir spielen jetzt einmal ganz spontan, fang den Uber und schauen, wo sich der versteckt. Das ist aber nett. Hat ein bisschen gedauert, aber wir haben unser Taxi gefunden. Und jetzt geht's ab auf den Golfplatz, wo ich den Mario hätte so schlagen wäre. Also angekommen beim Topgolf. Jetzt gibt's eine Rasur für die Madame. Schauen wir mal. Los geht's los. Los, gibt noch ein Gin Tonic zum Aufwärmen. Der hat so eine große Klappe. So eine große Klappe, so wie schon. Sagt das Score 10 zu 0. Weil der Mario da jetzt seine nächsten 5 Bälle raushaut. Kann man das Essen bekommen? Christina ist Erster. Ja, ich hatte die ganze Zeit da die Bomben raus und nichts passiert. Die ersten 2 Angry Birds Spiele habe ich klar für mich entschieden, sozusagen. Ja, sie haben mindestens 5-mal so viele Bälle rausgehabt wie der Mario. Aber es ist mega, mega lustig. Also falls man da seid in Dubai, probiert das unbedingt aus. Es macht echt so viel Spaß. Habe ich auch gewonnen. Juhu! Also das war jetzt frustrierend. Wir haben jetzt Angry Birds Golf gespielt. Ich verstehe das Game nicht. Manchmal haben die Beginner auch Glück. Die Motivation für alle, die noch nicht so gut sind, gleich wie ich, kommt auf alle Fälle her und macht diejenigen, die es gut können, einfach so fertig. Nee, macht immer Spaß, muss man sagen. Ist eine witzige Erfahrung und kann man definitiv mal machen. Auf alle Fälle. Also, das nächste Mal, falls ihr Dubai kommt, Topgolf ist eine Top-Adresse. Wir wünschen euch jetzt schon viel Spaß. Was hat die Christina vergessen zu sagen? Sie vergisst immer gleich, sie geht da volle Pulle durch. Wenn euch solche Videos gefallen, subscribe zu unserem Channel, gebt uns einen Daumen nach oben. Aktiviert die Glocke, genau. Dass es immer bimmelt, wenn ein neues Video online kommt. Und wir sehen uns beim nächsten Video. See you soon. Danke fürs Zuschauen, bye bye, tschüss.